Herzlich willkommen bei Markenbaumarkt 24. Heute stellen wir euch die Hilo Big Box Swing XL vor und machen mit euch ein Unboxing. Viel Spaß dabei! So, die Umverpackung ist schon mal relativ stabil, würde ich sagen. Perfekt, alles klar. Also der Mülleimer ist nochmal in einer eigenen Umverpackung. Und hier auf dem Bild, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, sieht man schon, wie das Ganze aussieht. Und wir packen einfach mal weiter aus. So, ich glaube, hier haben wir die Einzelteile. Genau, sieht nach den Wänden aus. Holen wir einfach mal alle einzeln raus. Und hier haben wir noch den Deckel, so wie es aussieht. Sehr viel Umverpackung, ist aber ja ganz gut. Das hier dürfte der Boden sein. Und dann haben wir noch ein paar Schrauben. Das hier sind wahrscheinlich Füße, würde ich sagen. Aufkleber. Und das war's auch schon. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich packe erstmal die Einzelteile aus. Den Boden. Hier haben wir die Anleitung, ganz wichtig. Deckel. So, und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Gut, wir starten, würde ich sagen, mit dem Fußteil. Ich habe mir die Anleitung vorher mal angeguckt und genau, wir haben jetzt hier die einzelnen Wände, die kann man ganz einfach in das Fußteil reinstecken. Und mit einem Schiebemechanismus ineinander schieben. Dadurch stabilisiert sich das Ganze auch schon von alleine weitestgehend. So, dann haben wir hier die Schrauben und damit befestigen wir das Ganze jetzt noch. Dazu nehmen wir noch einen passenden Hammer und dann geht's los. So, jetzt haben wir oben die Schrauben angebracht. Das Ganze müssen wir unten drunter jetzt auch nochmal machen. Dürfte der Mülleimer relativ stabilisiert sein. Wir drehen das Ganze um. Genau, macht auch schon einen sehr festen Eindruck. Und dann geht es auch schon weiter. Ein Müllsack ist in der Verpackung dabei, das finde ich auf jeden Fall echt gut. Dann gibt es noch eine Befestigung für den Müllsack. Dann wird das Ganze nochmal umgeschlagen.
Und zum Schluss kommt noch der Deckel oben drauf. Und dann war es das auch schon. Ich kipp das mal zu euch. Hier seht ihr, ihr habt einen super Einwurf und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein perfekter Mülleimer fürs Büro oder für den gelben Sack zu Hause und es passt alles rein, was ihr entsorgen möchtet. So, der Mülleimer, den ich euch jetzt vorgestellt habe, der fasst 52 Liter und den gibt es aber auch noch in kleiner und in größer. In kleiner finde ich den super für den Haushalt. Den gibt es noch in unterschiedlichen Farben, wenn ihr das selber nicht so gerne mögt. Und alternativ könnt ihr unten drunter noch Füße machen oder rollen oder ihr könnt sogar noch mehrere Mülleimer damit verbinden. So, das war's dann heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt uns doch gerne ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr noch weitere Informationen zu dem Mülleimer haben möchtet, dann schaut einfach unten in der Infobox. Ich verlinke euch das Produkt und würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.